Hallo wieder mal, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deiner neuen Runde This War of Mine mit deinem Lieblingspfesel. Und zwar die Pfesel Edition, wieder mal. Du bist der Händler? Bist du Händler? Anscheinend nicht. Lasst mich bitte herein. Noch jemand, der uns vielleicht helfen kann? Kein Sorge mehr, kann ich bei euch bleiben. Boris, mein Viertel wurde während meiner Nachtschicht im örtlichen Lagerhaus bombardiert. Ich habe dabei geholfen, unter dem Schutt nach Überlebenden zu suchen. Wir konnten aber nicht alle retten. Als ich zu Hause ankam, habe ich eine Ruine vorgefunden. Kann ich eine Weile bei euch bleiben? Ihr könnt ein paar starke Hände gebrauchen. Ja klar, bleibt da. Geh du mal schlafen. Ich glaube, der Boris kann auch sehr viel tragen, aber er ist halt langsam erhumpelt. Stark, aber langsam. Leicht krank, müde. Mal schauen, jetzt haben wir da wenigstens mal das Maximum erreicht. Wir könnten ein Bett bauen. Was ist das da hinten? Das ist eine Brennblase für Schnaps, also für hochwertigen Schnaps. Sonstiges, eine UV-Lampe für den... Also vier Elektroteile braucht das Teil. Wir holen uns das Teil. Und vielleicht können wir den Herd endlich mal aufstocken. Das wäre cool, das wäre super cool. Und dann lassen wir Pfesel mal raus, dass er uns Brennmaterial organisiert. Dann wird das eine echt gute Runde. Dann bin ich jetzt wirklich optimistisch. Okay, wir brauchen noch zwei Zahnräder und etwas. Und ein paar Bestandteile. Nichts Gravierendes, kaum der Rede wert. Du bleibst mal da. Erholst dich. Du erholst dich da. Du erholst dich da. Ich denke, jetzt haben wir ein gutes Team. Mit dem bin ich schon fast zufrieden. Boris kann sogar 17 tragen. Flughafen ist freigeschalten, Lagerhaus ist freigeschalten. Du stehst Wache. Du gehst plündern. Und wir gehen ins Geisterhaus im Keller runter. Wir brauchen vor allem Heizmaterial und etwas so Material halt. Wir nehmen die Säge mit, wir nehmen das damit und mehr brauchen wir nicht. Ab geht's. Lass es uns zu Kleinschutt hacken. Hack Kleinschutten. Wie der losstürmt. Voller Vorfreude. Nach unten. Da unten ist anscheinend eh nichts mehr.
nur mal nachschauen, was da so ist. Da schaut man aus einem Medikamentenschrank. Medikamentenschränke sind gut. Medikamentenschränke sind dein Freund. Okay. Das lassen wir mal da. Auf jeden Fall zwei von denen. Wenn Rest brauche ich noch so Heizmaterial. Ja, so viel ist du eh nicht. Das ist auch gut. Ich muss das ein wenig umschlichten. Das tun wir jetzt alles da oben rein, weil das da kann ich zerschlagen. Los, weg mit dir, weg. Das kommt ja mit. Nein! Denn wenn du es zerschlagst, dann kannst du den Rest meistens nicht mehr plündern. Und das wäre doch schade. Schau, wie viel Holz. Holz. Aber Holz haben wir genug, das brauchen wir effektiv nicht. Das lassen wir alles da. Waffenteile nehmen wir mit für ein neues Sägeblatt. Elektroteile brauchen wir auch. Für Wasser und Heizung etc. Habe ich Zahnräder mitgenommen? Ich glaube nicht. Nein. Zahnräder auch wichtig. Lass ich liegen. Und den Schrank, da müssen wir eigentlich auch zerlegen können. Nein, da gibt es nichts. Nicht weg, ist aber schön in der Gegend. Fleisch offen, das brauchen wir alles nicht. Ja, okay, das interessiert jetzt auch nicht. Das nochmal zerhackstückeln. Wieder eine Menge Holz. Das lassen wir da. Das wäre auf jeden Fall brauchen für das nächste Sägeblatt. So lassen wir das. Das zerdreschen wir noch. Einfach weil wir effektiv im Zerdreschen sind. Ja, hat sich auch gelohnt. Ab nach Hause.
Esel ist zurück. Hiha! Sind beide auf. Die Nacht war ruhig, ja. Sehr hungrig, wieder krank. So schlimm, dass ich jetzt gerade Gemüse habe. 1, 2, 3. Du wirst dann plündern gehen. Oder gehst du plündern? Der Boris geht plündern. Was machst du jetzt? Da wollte sie wahrscheinlich hinlegen. So, leg du die mal hin. Ach ja, der ist ja Raucher. Nein! Boah, jetzt hätte ich fast das Bett zerlegt. Ja, da oben. Stark aber langsam. Raucher. Haben einen Groß unserer Vorräte gestohlen. Wir können nicht zulassen, dass sie es uns so ausrauben. Dann geh du mal nach unten. Händler? Warte, erst schauen, ob wir... Hallo, was... Ich lenk noch links, nicht nach oben. Was soll denn der Blödsinn? Du gehst erstmal da runter. Baust wieder den Köder auf. Köder, Köder, Köder. Langsam wird es mit dem Essen knapp. Jetzt sind ja doch drei Personen. Die Sicherheit ist zwar jetzt gegeben. So, du wirst jetzt etwas handeln. Der braucht Zigaretten für die Nerven. Und sowas ist schlimm. Und wir haben halt nichts. Wir haben keine Tauschgüter. Das haben wir schon gedacht, dass das nicht geht. Sonstiges. Okay, Verbrauchsgüter haben wir genug.
Waffen haben wir keine, das brauchen wir heute noch schon. Ja, ist egal. Sie verschwenden meine Zeit. Ich konnte es leider nicht besser machen. Sollte, glaube ich, reichen. Du wirst da oben noch so eine Säge machen. Damit drei Stück Lämmer auf plus 11 Grad hoch. Das ist nicht schlecht. So, ein Sägeblatt noch. Das ist auch nicht schlecht. Du legst dann nochmal nach. Ich glaube, mehr als 5 geht sowieso nicht. Damit wir alle wieder gesund werden. Warte mal, wie viel Holz und Material und so weiter brauchen wir für den Garten? Garten, 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 Garten. Holz haben wir genug. Wir brauchen 2 Zahnräder. Und sehr viel Material. Das vielleicht im Lager organisieren. Und hat 4 Elektroteile. Für das da, für die UV-Lampe. Da werden wir sonst nicht drum herum kommen. Die gesicherte, verstärkte Tür. Die braucht auch noch alles Mögliche. Aber wenigstens Holz haben wir genug. Ne, warte mal, du kannst eigentlich unten bleiben. So, du gehst nach oben, denn du bist müde und krank. Und du musst was essen. Was essen. Hast du schon, oder was? Wir haben jetzt 10, original. Dann gehst du Filter bauen. Und Wasser abkochen. Filter, Filter, Filter. Ja toll, kriegen wir eh nur einen Filter raus. Du isst es da noch. Morgen bist du eh wieder hungrig. Hungrig zu haben ist, also Hunger zu haben, ist eigentlich ein ziemlich normaler Status. Oh, schon die Nacht. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Dann beende ich aber jetzt schon mal den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis bald. Tschüss.